Seit dem Beginn der Corona-Pandemie vor mehr als 2 Jahren sind weltweit über 6 Millionen Menschen an Covid-19 gestorben, wie Daten der US-amerikanischen Johns Hopkins-Universität belegen. Allerdings gehen ForscherInnen davon aus, dass die Dunkelziffer bei Infektionen und Todesfällen weitaus höher liegt. Wenn Sie die Zahl der bestätigten Covid-19-Toten beiseite lassen, 6 Millionen, die tatsächliche Übersterblichkeit liegt bei etwa 21 Millionen. Und diese Zahl berücksichtigt dann auch nicht diagnostizierte Todesfälle, Todesfälle, die zu Hause auftraten, Untererfassung, Unterberichterstattung, weil es keine Testmöglichkeiten gab. All das geschieht vor allem in Entwicklungsländern. Das Virus bleibt, auch wenn vielerorts fast alle Beschränkungen wegfallen, der Reiseverkehr wieder anläuft und Geschäfte rund um den Globus wieder eröffnen. Man sieht Leute, die ohne Maske herumlaufen. Vielleicht wird die Regierung jetzt irgendwie schrittweise vorgehen und sagen, ihr könnt das jetzt tun. Und vielleicht fühlen sich diejenigen, die geimpft sind, ohnehin wie, warum soll ich all diese sozialen Distanzierungsregeln einhalten und die Maske aufsetzen und so weiter? Wir wollen also unser Leben leben. Wir wollen unser Leben zurückhaben. Anders sieht es in Hongkong aus, wo die Corona-Zahlen derzeit explodieren. Das Gesundheitssystem der chinesischen Sonderverwaltungszone ist völlig überlastet und der Platz ist knapp. Nicht nur für die Kranken.